Okay, ich habe im Prinzip in zwei Lehrveranstaltungen Erfahrung mit E-Portfolios gemacht, und zwar einmal in der Lehrveranstaltung Design Thinking, die bei uns im Master, in den drei Masters Digital Production, Digital Design und Interactive Technologies abgehalten wird, als übergreifende Lehrveranstaltung über die drei Masters. Und dann haben wir auch E-Portfolio im iLab, mehr oder weniger offiziell als E-Portfolio im Einsatz. Und über die drei Sachen möchte ich einfach euch kurz die Kurs vorstellen, und das können wir in der Breakout-Session können wir ja dann entsprechend länger uns noch damit beschäftigen. In der Lehrveranstaltung Design Thinking haben die Studierenden sowohl in der Gruppe als auch in der Einzelarbeit mit E-Portfolios arbeiten müssen. Und in der Gruppenarbeit war das Ziel, dass sie den Prozess, den sie beim Design Thinking durchlaufen, und ihre Ergebnisse dokumentieren für die Gesamtprojektgruppe. Da haben wir also ein Gruppenportfolio angelegt oder eine Gruppe angelegt, in dem dann ein Gruppenportfolio angelegt werden sollte. Und ein Beispiel seht ihr hier jetzt. In dem Fall hat sich die Gruppe dafür entschieden, verschiedene Ansichten zu machen zu den verschiedenen Phasen im Design Thinking Prozess und hat dann innerhalb dessen immer die einzelnen Bereiche dokumentiert, auch mit Bildern dokumentiert und kommentiert, was mehr oder weniger gut kommentiert. Wenn ich das so sagen darf, was halt notwendig war. Was mir da so aufgefallen ist, war zum einen, dass es schon irgendwie auch bei Masterstudenten eine Herausforderung war, die Prozess- und Projektdokumentation überhaupt zu machen. Also es war so irgendwie, was ist das überhaupt und wie genau müssen wir das machen? Und selbst wenn man ihnen dann gesagt hat, okay, macht es so, wie es bei einer wissenschaftlichen Arbeit notwendig ist, das halt mal möglichst genau dokumentiert, selbst das war ihnen dann nicht geläufig. Was für mich damals, das war letztes Jahr im Wintersemester 1920, habe ich das gemacht, schon sehr erstaunlich war. Und was auch eine extreme Herausforderung war, an sich das Handling mit Mahara für mich. Und da kann ich mal ein Beispiel hier zeigen. Ich hatte dann 15 Gruppen, weil das eine Lehrveranstaltung mit zwischen 80 und 90 Studierenden. Und halt dann entsprechend die jeweiligen Gruppen, wenn man auch mehrere andere Gruppen hat, immer parat zu haben und dann die richtigen aufzurufen, das war nicht unbedingt, fand ich jetzt nicht unbedingt genial gelöst. Schlimmer war es allerdings noch beim Design Thinking, weil ich individuell auch Portfolios haben wollte, also als persönliche Reflexion war für mich da das Ziel. Da haben wir auch Mahara genutzt mit denselben Studierenden. Kamen wirklich schöne Sachen bei raus bei den Studierenden. Allerdings war auch so das Problem Reflexion, was ist das überhaupt? Weil es vorher nie verlangt war, das ging aber auch noch recht gut. Man musste den Studierenden immer Feedback geben oder zwischendurch mal Feedback geben, ob sie am richtigen Weg sind, was da eventuell noch reicht, was da eventuell noch fehlt. Hier war allerdings für mich dann doch ein recht extremes Problem, auch wenn die Studierenden sich daran gehalten haben, wie sie das Wording der Ansicht, die sie mir freigeben, dass sie das richtig oder dass sie es richtig gemacht haben, wenn sie sich an das Wording gehalten haben, selbst dann war es für mich immer auch schwierig, jeweils die richtigen zu finden, weil das irgendwie doch bei so vielen Studierenden nicht gerade ideal ist für mich in Mahara. Und dann noch ganz kurz zum Schluss Richtung iLab. Hier benutzen wir das Portfolio, eigentlich bewusst Portfolio, eigentlich nur zum Ende, und zwar dafür, dass sie individuell am Ende des iLabs die mindestens drei Skills präsentieren sollen, also eher ein Präsentationsportfolio, und auch erklären sollen, wie sie das im iLab erreicht haben, was sie dafür gemacht haben, was sie für Schritte gemacht haben. Hier haben wir es so gelöst, dass das Tool die freie Wahl ist. Zum Beispiel sehen wir hier, das ist eine Website, die Melissa gemacht hat, die aus Amerika bei uns war. Und da werden halt verschiedene Website-Tools genutzt, auch die schon, wo man gar nicht programmieren muss, sondern einfach zusammen macht. Das funktioniert recht gut. Allerdings ist dann schon für uns die Herausforderung zum Schluss, alle Portfolios zusammen zu haben, wenn sie auf unterschiedlichen Plattformen sind. Für Design Thinking eins noch zusammen, vielleicht noch als Teaser für die Breakout-Session. Da habe ich mir einen Bewertungskatalog zusammengestellt, wie man das am besten bewerten kann. Das ist vielleicht recht spannend, da mal reinzuschauen. Und ansonsten sind das halt meine Eindrücke oder meine Erfahrungen, die ich bisher mit E-Portfolios gemacht habe.